Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 15, Voldemort 6. Ja, Freunde, der zweite Weihnachtsfeiertag ist jetzt fast um. Ich muss jetzt noch zwei, drei Folgen aufnehmen, damit ich für diese Woche vorproduziert habe. Und irgendwie, als ich mich gerade hier hingestellt habe, ist mir aufgefallen, ich sehe so ein kleines bisschen aus wie Obelix. Wäre die Hose blau, wäre ich Obelix. Gut, also blau-weiß gestreift. Gut, gut, gut. Wir gucken mal. Ich habe das Grundlayout für unser Hauptgebäude ausgelegt, damit ich hier weiterbauen kann. Brauche ich allerdings mehr von diesem Material. Und dieses Material gibt es nur in der Oberwelt. What a shame. Nicht in der Mining-Welt. Das heißt, sofern wir mit der Energieproduktion durch sind, werden wir wohl oder werde ich wohl einen Digi-Miner bauen. Und dann, ja, in der Oberwelt mal so ein bisschen aufräumen. Oder was auch geht, wir ziehen die Quarry ab und ich mache das wieder zu einer Clearing Quarry. Und wir grinden einfach die komplette Oberwelt. Eins von beiden. Wir haben ja genug Spielraum. Auf der Homepage von Quark ist leider nicht angegeben, wo genau in welchem Biom das Deep Slate am besten ist. Nur, dass es zwischen Y-Level 0 und 8 am meisten vorkommt. Das heißt, ich brauche nicht mal die komplett. Ich kann einfach sagen, hier, pass auf, zwischen 0 und 8, mach alles weg, weil das alleine, keine Ahnung, waren glaube ich 2000 Blöcke oder sowas. Und ich hatte bloß 4000, deswegen musste ich den Bauprozess ein bisschen stoppen. Ich habe hier ein bisschen was geändert. Ich hatte letzte Folge, hatte ich die schon. Ich habe hier eine Precision Sawmill gebaut. Oder jetzt eine Sawmill Factory. Habe jetzt hier Spruce Wood drin. Hier ist ein bisschen was an Dark Oak. Dann habe ich hier den Pulverizer ausgetauscht gegen eine Crushing Factory, um Gravel und Sand zu produzieren, bis wir dann den na, bis wir die 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 bis wir die Stoneberg Factory haben und wir das automatisch herstellen können. Kabel sieht noch relativ gut aus vom Minen her. Ich habe noch 128 Kabel. Knapp 9000 Stone, das sollte laufen. Die Quarry ist ein bisschen gelaufen, wie man vielleicht erahnen kann. Ich zeige euch mal, wir gehen mal kurz rüber. Da ich derzeit ein bisschen vorsichtig sein muss mit meinen Leveln, ich habe es nur 93. Hier ist die Quarry jetzt am Laufen. Und das hat sie jetzt von gestern bis heute leer gemacht. Ich habe sie jetzt hochgestuft auf 3000 DF pro Tick. Und lass die jetzt halt laufen. Das Abpumpen funktioniert jetzt. Ich hatte von gestern Nacht auf heute hatte ich ein kleines Problem mit irgendeinem Baumaterial. Ich weiß jetzt, irgendein Stein war das, der hier abgebaut werden sollte. Der immer bloß in Blocks weiter vorkam. Da war dann heute früh, als ich online gekommen bin, war das Ding hier voll und da hinten war so, ach egal, es läuft. Lassen wir es. Bleiben wir einfach dabei, es läuft. So, und wir wollten ja anfangen mit. Ups, ausmachen. Wir wollten anfangen mit Power. Sehen wir, Power fängt man an, indem man da Electric Pace baut. Yay. Da man das nicht mit dem helft mir kurz, mit einem Tank machen kann, wie es bei einigen Mods ja, funktioniert, müssen wir das ganz kurz von Hand machen. Aber ich gehe mal davon aus, für heute sollten drei Sets genügen, weil heute werden wir wahrscheinlich bloß die bloß dieses Gelöt hier fertig machen, die Energized Rods. Energized Starter, Energized Basic, genau. Energized Basic ist noch mit Block of Quartz
Und die Starter sind normal Quartz. Okay, das heißt, wir brauchen davon ein bisschen was und davon ein bisschen was. Machen wir mal 7, genau. Ist ganz okay. So, was brauchen wir da noch? Wir brauchen natürlich die Capacitors. Dafür brauchen wir Eisen und Redstone. Ich hoffe mal, ich habe noch genug Eisen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und hierfür brauchten wir auch bloß Eisen für die Iron Bars. Okay. Ich baue mal kurz ein paar Iron Bars. Dann lege ich mit denen mal auf Kurzwahl. Also wir brauchen Rods. Davon brauchen wir ein paar. Machen wir mal 48. Und davon brauchen wir ein paar. Ups, das war falsch. Und 40. Sehr gut. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 7, habe ich gesagt, ne? Brauchen wir 1, 2, 3, 7 davon. Und davon auch ein paar. Dann die, davon brauchen wir 12. Ah ne, 14, Entschuldigung. Das heißt, davon haben wir jetzt auch genug. Ne, davon haben wir noch nicht genug. Wir brauchen davon. Ich will erstmal ein bisschen cautious damit umgehen. Genau, 7 Stück davon. Und diese. Ach, davon brauchen wir jetzt nochmal 7. Zack. Usage. Davon nochmal 7. Weil die haben gleich einen höheren Energiedurchsatz. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. So, das war das. Jetzt brauchen wir noch den Energizing Orb. Dafür brauchen wir davon nochmal. Das ist ja fast wie. Ah, jetzt haben wir nicht mehr genug. Doch, haben wir noch. Ich bin ja fast begeistert. So, dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Ströme. Nehmen wir die Advanced Universal Cable. Wir bauen das Ganze ein bisschen provisorisch hier hinten auf. Und dann das. Also 3, 4. Zack, jetzt haben wir hier 7 Stück. Stellen den Energizing Rod hier hin. Achso, wir brauchten noch die Wrench von Power. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Und jetzt sehen wir nämlich, ob die alle gelinkt sind. Ja, ne, hier. Ja, die sind alle gelinkt. Die sind jetzt alle hier drinne. Und jetzt machen wir noch etwas jetzt schon, was ich normalerweise ein bisschen später machen würde. Aber da ich das gerne nebenbei laufen lassen würde, machen wir das jetzt gleich. Und zwar fangen wir gleich noch an mit Hashtag an die Ad Xnet. Xnet ist was für die Power-Geschichten, fürs Automatisieren ist das Gold wert. Wir brauchen einen Controller. Dazu brauchen wir blaue Farbe. Also davon können wir eh gleich mal ein bisschen herstellen, weil wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr. Nehmen wir ein bisschen Gold mit. Dann brauchen wir wieder eine Redstone, sollten wir noch genug haben. Was kosten die? Ist das Kabel oder ist das normaler Stone? Ist normaler Stone. So. Normaler Stone, das heißt, wir brauchen zwei Repeater und ein Comparator, ne? Achso, die brauchen noch. Eins, zwei, drei. Ein Comparator. Dann, nein, das war der falsche. Nein, ach verdammt. Den. Achso, die Gold Nuggets brauchen wir noch. Ja, okay, gut. Den. Dann haben wir unseren Xnet-Controller. Jetzt brauchen wir noch Xnet-Cable. Wir nehmen mal. Achso, jetzt brauche ich wieder doch mehr. Ich habe ja doch ein bisschen blau.
Xnet-Kabel blau, das heißt, wir brauchen Strings. Und jetzt wird's lustig. Habe ich genug? Wie viel habe ich noch? 44. Ja, das sollte für ein, zwei Kabel reichen. Das sollte für ein, zwei Kabel reichen. Xnet-Kabel blau sind gleich 16 Stück. Wir bauen uns mal zwei davon. Dann brauchen wir einen Blue Connector. Dafür brauchen wir Chests. Ich weiß, dass ich noch welche habe. Blue Connector. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt doch wieder Lapis. Na gut, na gut. Habe ich schon erwähnt, dass ich Xnet übrigens extrem feiere. Xnet ist so eine powervolle Mod und so unterschätzt, das ist, ihr glaubt es nicht. So, dann räumen wir mal kurz das Inventar auf. Das kann weg, das kann weg. Wir brauchen bloß den Connector. Das kann weg. Die Redstone-Blöcke können zurück. Ach, das mache ich aufräumen, tue ich gleich ohne euch. Die Slime-Bolts brauchen wir nicht, dann können die hier weg. So. Dann brauchen wir jetzt 1, 2, 1, 2. Und gehen hier hin und graben ein wenig. Wo ist jetzt... Mit einem Achterhase. Wollte gerade fragen, ob ihr meine Picke seht. Wir müssen einmal hier hinten an das Stromkabel ran. Habe ich die jetzt mit weggeschmissen, ich Idiot? Ja, habe ich. Oben sind sie. So, einmal Stromkabel. Achso, zum Strom muss ich gleich auch noch was sagen. Das machen wir aber gleich, wenn wir hier fertig sind. So, dann kommt hier. Ich weiß nicht, ob man kann man den Connector, kann man den Upside Down setzen, dass das Interface nach oben zeigt. Jo, das funktioniert. Jetzt ist die Frage, zieht der den Strom automatisch? Ja, er zieht den Strom automatisch. Das hat das Ganze ein bisschen vereinfacht. Dann nehmen wir einen blauen Connector, setzen den dahin und nach Osten, den schalten wir ab. So, Kabel. Ach nee, hier kein Kabel, hier kommt ein Connector hin. Connector. Up and down werden ausgeschalten. Und das Kabel brauchen wir dann auch nicht. Aber wir brauchen noch eine Kiste. Und wo sind sie jetzt? Da sind sie. Und wir machen gleich eine Goldkiste draus. Zack. Dann kommt hier nämlich der letzte Connector hin, dann kommt die Goldkiste drauf und danach müsste Osten sein wieder. Ne, Westen? Ja. Also wir machen erstmal alle weg, außer den nach, nee, nach oben. Aber schon. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Von der Seite, was? Von der Seite, wieso ist der noch connected? Bin ich verwirrt. Nein, nicht da hinten in der Ecke. Zack. So. Aber das sieht kein komisch aussehen, wie es mag, weil das wird jetzt eh zugemacht. Fertig. Und wir sind bei 14 Minuten, das heißt, es gibt mir noch ein bisschen Zeit. So. Das wird jetzt produziert. Und jetzt geht's an Programmieren. Wir gehen auf Stufe 1.
Level 1, wir machen einen Item, Create. Hier kommt Create ein Output. Ganz wichtig ist hier, dass man das auf 1 stellt. Achso, jetzt müssen wir aus dem Output machen wir jetzt hier ein Insert. Und wenn ich jetzt hier, eigentlich müsste das funktionieren. Ne, genau das ist der Fehler. Beim Insert 1. So, jetzt ziehen wir mal die ganzen Goldingots hier raus. Okay, wie war das jetzt? Insert, also erstmal kriegt er bloß Gold und Eisen. Dann auf 2. Oh, wie war denn das jetzt? Oh, verdammte Axt. Jetzt bin ich wieder am Rum. Max Amount in Destination Inventory. Wie war das jetzt? Wie wurde das? Funktioniert irgendwie, oder? Na gut. So, dann gehen wir hier hin, machen hier nochmal ein Item, Create, Extract, Only, ups, nicht Blacklist, Whitelist. Und hier kommt der Insert hin. Scheint zu funktionieren. Bin mir nicht ganz sicher, eigentlich müsste man das anders machen können. Ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber ich bin gerade irgendwie in meinem Kopf gefangen. Ich lasse das erstmal so laufen zur nächsten Folge. Was wir noch machen können ist, ich habe noch nicht so viele Blaze. Okay, das ist übertrieben. Nehmen mal Gold und raus. Legen mal ein Blaze rein. Der braucht ein bisschen mehr Power. Aber na komm, mach fertig. Das kann halt dann durchlaufen bis zur nächsten Folge. Nein. Ach, verdammt. Extract den. Insert hier. Extract den. Und das war's. Wenn wir jetzt hier die Blaze Rods reinlegen, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich muss das rausfinden bis zur nächsten Folge. Wie ich das am besten hinkriege. Ich habe das ja schon mal hingekriegt. Ne, das ist ja nicht so wild. Weil jetzt funktioniert es wieder nicht, wie ihr seht.
glaube, ich habe eine Idee. Moment, ich habe eine Idee. Das machen wir noch fix zusammen. Gucken, ob meine Idee passt. Ich brauche noch eine Kiste, bitte. Ach, wir haben noch eine Kiste dabei. Ich glaube, ich habe noch eine Idee. Ups, das war falsch. So. Ach so. Das scheint ein Anzeigefehler zu sein. Goldchest? Goldchest? Das ist doch keine Goldchest. Jetzt sind die wieder weg. Jetzt ist die Kiste da. Also es ist ein Anzeigefehler, nur wenn ihr euch da wundert. Ich bin nicht schuld. So, wir nehmen mal das Gold hier raus. Und das Eisen auch. Und das Gold hier auch. Jetzt schmeißen wir hier das Gold rein. Hier das Eisen. Extract 1. Ah nee, ich brauche noch ein Gold. Und ein Eisen. Extract hier kein Gold. Extract Gold. Auch nicht so die Ware. Okay, ich finde bis zur nächsten Folge finde ich eine Lösung. Und bis dahin sage ich bye bye und tschüss. Und nächste Folge können wir dann hoffentlich anfangen, die Magmatoren aufzubauen. Bis dahin, bye bye und tschüss.